In diesem Film geht es um suizidale Gedanken und gewaltvollen Tod. Die genauen Stellen dazu schreiben wir euch unten in die Infobox. Julias Vater wurde getötet. Auf dem Rückweg kam es zu einem Streit und daraufhin hat Thomas dann zugestochen. Und nach über 10 Jahren will sie dem Täter jetzt verzeihen und heute Kontakt mit ihm aufnehmen. Also ich bin schon aufgeregt. Es ist ein Mix aus Trauer und Freude. Ich will wissen, warum will sie dem Mann verzeihen, wegen dem sie so gelitten hat? Ich habe mich sehr leer gefühlt, ja, verlassen. Und schafft sie es am Ende wirklich, ihm zu verzeihen? Hallo! Hallo! Wie war denn so, als du jünger warst, deine Beziehung zu deinem Vater? Sehr schön. Das ist mein Papa. Das bist du? Das bin ich, ja. Also wenn man jetzt hier guckt bei dem Bild, wie er dich anguckt, der hat so viel Liebe in seinem Gesicht. Ja, voll. Und zum Beispiel hier hat er auch sich extra ein T-Shirt drucken lassen, wo ich mit meiner Mama drauf bin. Nein. Also und das hat er auch immer ganz oft sehr gerne getragen. Wie lange ist es denn jetzt her, dass dein Papa gestorben ist? Gestorben ist er 2011 im Januar. Und du warst? 10, gerade 10. Kannst du dich noch dran erinnern, wann du deinen Papa das letzte Mal gesehen hast? Also das war auch an dem Abend, als er gestorben ist. Und da hat er mich zu Bett gebracht. Das nächste, was ich weiß, ist, dass meine kleine Schwester hochkommt und die Tür aufmacht, mich wach macht, sich auf den rosenen Drehstuhl setzt und sagt, Mama ist unten in der Küche und weint. Dann weiß ich noch, dass ich den Vorhang aufgemacht habe von meinem Fenster und dann nur der ganze Himmel blau war. Also es war ja dunkel, es war ja nachts, aber der ganze Himmel hat blauer gestrahlt, voller Krankenwagenlicht und Polizei. Ich weiß, dass du dieses Bild damals auch gezeichnet hast als Kind. Das ist praktisch, wie du am Fenster stehst. Ja, genau. Es war ja auch echt nicht weit entfernt von uns. Also ja, schätzungsweise 200, 300 Meter, wo er dann gestorben ist. Also meine Mom kam mit meinen beiden jüngeren Geschwistern zu mir ins Zimmer und ich saß auf meinem Bett und die haben sich dann auf die Schlafcouch gesetzt. Und dann meinte sie halt, ja, Papa kommt nicht wieder. Also es hat sich, ich kann das vom Gefühl her beschreiben, wie so eine riesige Glaskuppel über mich rübergefahren ist und ich die Außenwelt nicht mehr wirklich spüren konnte. Ich konnte mich auch nicht mehr wirklich spüren. Deine Familie kannte den Täter ja. Woher? Der Täter, Thomas und mein Papa kannten sich schon einige Jahre und meine Mutter auch. Durch eine Gefährdetenhilfe quasi. Und genau, der Täter war halt, ich sag jetzt mal, Hilfesuchender. Mhm. Genau, und so haben die sich kennengelernt und haben auch so eine Freundschaft aufgebaut und hat auch das letzte Weihnachten mit meinem Papa und uns verbracht. Der war so eng mit euch, dass er Weihnachten gefeiert hat mit euch. Genau. Kannst du denn erzählen, zumindest ein Stück weit, was passiert ist in der Nacht? Mein Papa ist dann, nachdem er uns alle zu Bett gebracht hat, ist er runtergegangen ins Wohnzimmer. Und dann kam Thomas zu Besuch. Und dann meinte mein Papa, dass er noch zum Bahnhof fahren möchte. Genau, und dann hat sich das halt so ergeben, dass Thomas mitgefahren ist. Und auf dem Rückweg kam es zu einem Streit. Es ging um einen Motorroller, den er sich ausleihen wollte von meinem Papa. Und dann im Gerangel, sage ich mal, hat mein Papa quasi den Finger von Thomas umgeknickt. Mhm. Und daraufhin hat Thomas dann zugestochen. Ich muss erst mal kurz. Der Gedanke, den ich gerade im Kopf habe, ist so, warum? Also so, ne, man kann sich ja streiten und man kann irgendwie Meinungsverschiedenheiten haben, aber wegen einem Motorroller den anderen zu erstechen, ist so, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Worte, ja, genau. Ich habe keine Worte dafür, aber als dir erzählt wurde, dass Thomas der Täter ist,
der Mann, der ja ein Freund eurer Familie gewesen ist, dass der deinen Vater umgebracht hat. Was hast du da gedacht? Was ich in Bezug auf Thomas noch weiß, ist, dass er mir ja beim letzten Weihnachten auch mit Papa ein Tagebuch geschenkt hat. Mhm. Und in dem Tagebuch habe ich dann auch reingeschrieben, dass ich ihn hasse. Dass ich ihm niemals verzeihen werde und dass ich ihn nie wiedersehen will. Wie war das denn in den Jahren danach, als dein Papa gestorben ist? Warst du ja 10. Du bist dann älter geworden, in die Pubertät irgendwie gekommen. Hat sich da deine Trauer, dein Umgang mit der Situation irgendwie verändert? Bis ich 16 wurde, war ich noch wirklich sehr abgeschottet, sehr distanziert von mir selber, sehr zurückgezogen. Diese Verbindung zu dieser Zeit, die ist nicht wirklich vorhanden. Wann war der Punkt, wo sich das geändert hat? Das war im Januar 2016, okay. Also genau 5 Jahre später. Da, genau, habe ich versucht, mir das Leben zu nehmen. Ich habe mich immer noch sehr leer gefühlt, sehr ja, verlassen. Sehr traurig, sehr ängstlich. Genau, und demnach habe ich dann ja, versucht, zu Papa zu kommen. Das war auch natürlich ein Gedanke, okay, ihm näher zu sein, ja. Im Nachhinein weiß ich wollte nicht sterben, aber ich wollte auch so nicht mehr weiterleben. Und gleichzeitig wusste ich auch, okay, und hier ist Sense, ich brauche Hilfe. Wie war das denn in der Zeit in der Psychiatrie? Das war ja auch der Zeitraum, wo ich dann angefangen habe, die Trauer zuzulassen. Auch Schuldgedanken dem Thomas gegenüber. Was war so die Emotion, die du damals hattest ihm gegenüber, die du am meisten gespürt hast? Verachtung. Verachtung? Ja. Inwiefern? Ich dachte mir auch so, welcher Mensch tut einem Familienvater sowas an. Welcher Mensch tut einem Menschen im Endeffekt sowas an? Was genau habt ihr in der Psychiatrie gemacht, in der Therapie, um damit umzugehen? Also es war auf jeden Fall ein richtig guter Schritt für mich, mit mir selber eine gesunde Beziehung haben zu wollen. Und es war natürlich auch ein krass guter Schritt in Richtung erstmal für mich verzeihen zu wollen. Du willst ja heute den Mann kontaktieren, der deinen Vater umgebracht hat. Warum willst du gerade jetzt, warum heute den Kontakt zu dem Täter aufnehmen? Weil ich natürlich gerade Mutter werde. Und da ist es natürlich auch schön, dann ja wirklich einen praktischen Abschluss quasi oder einen Beginn des Neubeginn. Abschlusses mhm. und einen Neubeginn zu haben, ja. Für mich ist das so, niemals würde ich dem Menschen verzeihen, der meinen Vater umgebracht hat. Auf gar keinen Fall. Und gerade deswegen finde ich es so interessant zu wissen, wie das bei dir passiert ist, dass du gesagt hast, ich kann mir das vorstellen, ich kann mich dem öffnen. Was waren so deine ersten Schritte, die du gemacht hast in diesem Prozess des Verzeihens? Viel durch Reden. Also ich habe mir auch vorgestellt, dass ich mit Thomas an sich rede. Du hast dir vorgestellt, wie du mit dem Täter redest? Genau, also einfach, dass das rauskommt. Also da habe ich dann auch meine Wut auch einfach rausgelassen, habe auch geschrien. Bin dann in den Wald gegangen und habe einfach geschrien und geweint und geschluchzt und alles. Und ja, Gespräch für Gespräch hat sich das dann verändert. Zu einem ruhigeren Umgang. Du hast ein Ventil gefunden ja. für deine Wut. Genau. Wie hat sich denn dein Bild im Laufe der Jahre von Thomas verändert? Je älter ich wurde, desto mehr habe ich ja auch über ihn erfahren und habe auch herausgefunden, dass er echt keine schöne Kindheit hatte. Dass all der Schmerz und die Trauer und die Wut und die Enttäuschung und was auch immer alles, was er erlebt hat in seiner Kindheit und in seinem Leben, immer noch in ihm steckte. Und es ist ja so, auch bei mir gewesen, dann kam nur ein kleines Erlebnis und dieses Fass ist explodiert. Du bist ja trotzdem damals in diesen Momenten nie gewalttätig jemand anderem gegenüber gewesen. Also vielleicht dir selber gegenüber, weil du es nicht mehr ausgehalten hast. Wer weiß, ob ich irgendwann auch, also
in der Theorie natürlich dazu in der Lage gewesen wäre, wenn irgendwas Knips bei mir macht, umzuschalten und komplett auszurasten. Hattest du seit dem Tod noch mal irgendwie Kontakt zu Thomas? Also es gab keinen Austausch zwischen mir und ihm, aber ich habe einen Brief gefunden von ihm an Mama, den ich auch gelesen habe. Weißt du noch, was in dem Brief drin stand? Ja, dass es ihm unglaublich leid tut, dass er einen Ehemann, einen Sohn, einen Bruder, einen Familienvater aus dem Leben genommen hat, auf diese Art und Weise. Genau. Und dass er sich wünscht, dass er sich wünscht, dass wir ihm irgendwann vielleicht verzeihen können. So ein Zeichen, wo ich gemerkt habe, okay, dieser Mensch hat eine schlimme Tat begangen, er bereut es und ihm geht's echt dreckig. Ich bin gerade so ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite denke ich mir, ja, natürlich kann er irgendwie nicht unbedingt was dafür, in welche Situation er gebracht wurde, wenn er so eine schlimme Kindheit hatte. Aber dass es ihm jetzt so schlecht geht wegen seiner Tat, ist er ja schon noch irgendwie selber schuld dran, oder nicht? Voll. Also man darf natürlich auch die Selbstverantwortung, die der Mensch hat, ihm nicht absprechen. Genau. Heißt aber nicht, dass er sein ganzes Leben lang in Schuld, Trauer, Wut, eventuell Enttäuschung über sich selber, Hass baden soll. Wobei jetzt gerade in meinem Kopf gerade so eine kleine Stimme kommt, die sagt, na ja, aber kann man sich dieses Recht nicht auch verspielen, indem man solche Dinge macht? Boah, das ist echt ja, ein Zwiespalt. Wie seht ihr das? Würdet ihr genauso wie Julia dem Täter verzeihen, wenn es jetzt eure Familie wäre, auch wenn man sich das vielleicht schlecht vorstellen kann, aber was sind so eure Gefühle und Gedanken dazu? Schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare, das würde mich nämlich mega interessieren. Wenn ich dir jetzt wirklich so auf den Punkt die Frage stellen kann, warum möchtest du Thomas verzeihen? Wenn ich mir vorstelle, ich wäre in seiner Situation, dann würde ich auch gerne irgendjemanden, ich merke gerade, ich werde auch ein bisschen emotional, aber dann würde ich auch voll gerne jemanden haben, der mir sagt, okay, du darfst dir selber auch verzeihen und ich verzeihe dir. Ich finde es ganz spannend, dass du das so zweiseitig siehst. Also ich kann diesen Gedanken nachvollziehen, dass du sagst, dass es dich freier macht, dass du damit irgendwie glücklicher bist. Aber ich finde es ganz bewundernswert, dass du sagst, du willst ihm auch für ihn verzeihen, weil du weißt, was seine Situation ist. Weil ich glaube, das ist der Punkt, den ich nicht könnte. Also was sind denn Momente, wo du sagst, da fällt es mir wirklich schwer, Thomas zu verzeihen. Der Moment, zum Beispiel die Geburt von dem eigenen Kind, die Hochzeit, wenn man zum Altar geführt wird, macht das ja normalerweise der Papa. Aber wie kannst du, weil ich kann das noch nicht so ganz nachvollziehen, wie kannst du über solche Momente dann hinwegsehen, sage ich mal, indem du jetzt sagst, du möchtest dem Thomas verzeihen? Es ist natürlich eine Entscheidung, die man treffen muss, das zu wollen. Aber ich fühle mich leichter. Es ist nicht nur ein Körpergefühl, das sich verändert hat, sondern auch das Lebensgefühl. Das heißt, ich singe wieder, ich tanze wieder, ich kann wieder wirklich aus dem Herzen lachen. Ich weine wieder vor Freude. Das sind so alles Sachen, die zurückgekommen sind über die Jahre, die ich heute nicht mehr missen möchte. Du willst ihm jetzt wirklich verzeihen und ihm das wirklich sagen, das ist ein großes Bedürfnis von dir jetzt. Ja. Warum hast du dich denn entschieden, einen Brief zu schreiben? Ich meine, du hättest ja auch sagen können, komm, wir treffen uns oder wir haben ein Telefonat. Also ich hatte eine Zeit lang überlegt, mich quasi direkt persönlich mit ihm zu treffen. Aber dann ist mir auch bewusst geworden, dass ich mich erstmal aus Schutz zu mir selber, aber auch aus Schutz zu ihm langsam rantasten möchte. Fühlst du dich bereit? Ja. Ja? Ja. Okay, dann lass uns mal einen Brief schreiben gehen. Was glaubst du, würde dein Vater sagen, wenn er wüsste, dass du diesem Menschen verzeihst, der ihn umgebracht hat? Dass er stolz und dankbar ist. Stolz, dass ich mich nicht unterkriegen lassen habe. Im Endeffekt von meinen eigenen Schatten. Und ich glaube,
ja, dass er wollen würde, dass ich so glücklich wie möglich bin. Und wenn das dazu gehört, dann gehört das dazu. Ja. Ich finde es auch irgendwie toll, dass ich auch dabei sein darf bei so einem wichtigen Moment für dich und für deinen Prozess des Verzeihens. Hm. Ich würde einfach am Anfang noch ein bisschen dabei bleiben, wenn du möchtest, und dir dann irgendwann den Freiraum geben, okay, wenn das für dich okay ist. Let's do it. Okay, let's do it. Okay. Ja. Ich lasse Julia jetzt mal ein bisschen alleine und gebe ihr Zeit und Ruhe, den Brief zu Ende zu schreiben. Wir werden Julias Weg natürlich weiterhin begleiten und auch ihren Prozess des Verzeihens euch weiterhin zeigen. Wenn euch das interessiert und ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst mal ein Abo da und aktiviert auch die Benachrichtigung, damit ihr sofort erfahrt, wenn das neue Video online ist. Wie geht's dir jetzt? Erleichtert. Also, ich habe jetzt, glaube ich, 4, 5 Seiten geschrieben und das ging wirklich ganz, ganz schnell raus. Und das war schön, weil das für mich gezeigt hat, dass ich weiß, was ich möchte und was ich ihm sagen möchte. Wäre es für dich okay, wenn du mir ein bisschen was aus dem Brief vorliest? Ich glaube lieber nicht, nein. Okay. Also ich dachte zwar, dass es okay wäre, aber... Ist auch völlig in Ordnung. Ja. Das ist ja was sehr Persönliches für dich. Dann steht ja jetzt eigentlich nur noch an, diesen Brief in den Briefumschlag zu packen und loszuschicken, oder? Ich an sich würde es gerne heute machen, aber nach Rücksprache meiner Familie ist es auf jeden Fall momentan die beste Variante, damit noch zu warten. Okay. Und damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Genau, ja. Woher kommt das? Also meine große Schwester sieht das ja nicht so, dass es notwendig ist, dem Täter zu verzeihen. Was ist denn die Argumentation von deiner Schwester? Da können wir tatsächlich mal reinhören. Also sie hat mir einige Audios geschickt. Sie weiß, dass wir da reinhören. Wenn man einem Täter, einem Mörder so eine Tat verzeiht, also es fühlt sich für mich ein bisschen so an, als ob man die Tat an sich mildern würde und dem Täter halt auch irgendwie halt auch Mitgefühl entgegenbringt, was er nicht verdient hat. Ich muss sagen, ich finde einige ihrer Argumente schon total nachvollziehbar. Mhm. Also, dass sie sagt, dass sie das Gefühl hat, wenn man ihm verzeiht, dass man die Tat dann weniger schlimm machen würde. Das sehe ich nicht so. Also die Tat bleibt ja im Endeffekt die gleiche. Der Umgang damit verändert sich einfach nur. Da hat Julia halt auch gesagt, dass sie halt schon so ein Empfinden hat von, dass sie möchte, dass es ihm besser geht, dass er halt irgendwie auch für sich irgendwie Seelenfrieden finden kann. Und das widerspricht schon so ein bisschen meinem Empfinden, denn ich denke, ein Mensch, der so etwas getan hat, der muss seinen eigenen Weg finden und nicht durch die Opfer, die er geschaffen hat, dass die ihm diesen Seelenfrieden ermöglichen. Und diesen Gedanken kann ich tatsächlich sehr nachvollziehen. Wie denkst du darüber? Ich kann es verstehen auf jeden Fall. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, dass jemand dazu bereit ist, warum nicht? Was ist jetzt der nächste Schritt für euch? Ich denke mal ganz viel Kommunikation. Also, dass wir uns zusammensetzen und jeder für sich erstmal erzählt, wie geht's einem heute, wie ging es einem damals und dass einem zugehört wird. Ich hoffe, dass deine Familie irgendwann zu dem Punkt kommt, dass die das verstehen und akzeptieren können und dich auch diesen Brief abschicken lassen. Ich bin hierher gekommen und habe gedacht, nie im Leben würde ich an deiner Stelle der Person verzeihen. Und ich glaube, ich bin auch definitiv noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, natürlich, hundertprozentig würde ich das machen. Aber ich kann deinen Standpunkt jetzt sehr viel besser nachvollziehen. Und wenn man es schafft und die Stärke hat und möchte, ja, dann würde ich vielleicht auch über Verzeihen nachdenken in so einem Moment. Bei Julias Geschichte hat sich meine Meinung zum Thema Verzeihen im Laufe des Drehs so ein bisschen geändert. In dem Video nächste Woche geht es um zwei Freundinnen, deren Freundschaft auseinanderbricht, weil da
so absurde Sachen passiert sind. Es kommt sogar so weit, dass die eine die andere in einem fremden Land einfach aussetzt. Und da stehe ich tatsächlich genau vor dem gleichen Zwiespalt, dass ich gar nicht genau weiß, würde ich diese Situation verzeihen. Aktiviert die Glocke, guckt euch das Video nächste Woche an und dann lasst uns mal zusammen darüber diskutieren, was würdet ihr verzeihen und was geht für euch absolut zu weit. Wir haben vor kurzem einen Fall nacherzählt, in dem eine Familie in einer sehr ähnlichen Situation ist, sich dann aber für den falschen Weg entscheidet, und zwar für Rache. Das Video dazu findet ihr hier oben. Und hier unten findet ihr ein Video von Auf Klo, da erzählt Lea von ihrem Vater, der kriminell ist und im Gefängnis sitzt, und auch davon, ob sie ihm verzeihen kann oder nicht.